Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Gran Turismo 5, die 24 Stunden von Le Mans. Ja, wir sind schon in Runde 66 und sind 4 Stunden und 23 Minuten bislang schon auf der Strecke unterwegs. Und jetzt kommen wir langsam in die frühen Abendstunden. Jetzt ist die Helligkeit schon ein bisschen heruntergefahren und ich habe ja die nächsten Parts schon abgefilmt und weiß, dass im nächsten Part die Dämmerung einbrechen wird und im Part 10 dann insgesamt wird schon die Nacht einbrechen und da wird schon am Ende von Part 10 ziemlich dunkel werden. Ja, wir haben jetzt hier auch schon ganz großen Vorsprung, eigentlich über 2 Minuten, und bauen den auch stetig weiter aus. Schwierige Wörter hier schon wieder. Und es läuft eigentlich alles perfekt für uns. Wir können uns jetzt hier absetzen, kämpfen uns über die Strecke. Ja. Und ja, jetzt kann man sich hier erst. Jetzt wird es auch langsam ein bisschen langweilig, muss ich sagen, über die Distanz. Also man muss da teilweise wirklich ein bisschen mit der Motivation kämpfen. Aber das gehört natürlich dazu bei so einem Ausdauer-Langstreckenrennen. Das ist das A und O, dass man auch mit sowas zu kämpfen hat und damit zurechtkommt. Ja, wir sehen auf dem Fahrzeug auch, dass es jetzt irgendwie ein bisschen schmutziger ist. Und das ist natürlich auch so, dass das Spiel ein optisches Schadensmodell hat und die Fahrzeuge auch auf Dauer schmutzig werden. Finde ich ziemlich gut. Ist allerdings nur im Rennen so. Wenn man aus dem Rennen wieder draußen ist, ist der Wagen wieder optisch sauber. Kann ihn zwar dann auch mal waschen gehen, aber ist trotzdem sauber eigentlich. Und ja, ist doch ganz gut und bringt auch so ein bisschen Atmosphäre mit in das ganze Geschehen. Ja, das Schadensmodell, generell das optische, wurde ja schon sehr kritisiert vom Start weg des Spiels. Ja, es war eigentlich sehr oberflächlich nur, die Karosserie hat sich teilweise ein wenig nur verformt oder verformt sich nur ein bisschen. Und das sieht teilweise auch sehr unrealistisch aus und hat sich da doch wirklich mehr erwartet. Vor allem durch die Trailer, die im Vorfeld für das Spiel veröffentlicht worden sind, wo ja auch deutlich detailliertere Schadensmodelle zu sehen waren. Zum Beispiel bei einigen Rallye-Wagen, da sind sogar die Türen und die Heckklappen abgefallen bei Crashs und andere kleine Details. Ja, da hat man eigentlich gedacht, dass das ganze Spiel so ein Schadensmodell haben wird, aber falsch gedacht. Es sind lediglich 4 Rallye-Wagen im Spiel, die im Premium-Zustand erschienen sind, die so ein umfangreiches Schadensmodell wirklich bieten. Ja, es wurde ja auch groß damit geworben, dass es möglich ist, sich zu überschlagen, das erste Mal in einem Gran Turismo 5. Fand ich damals schon sehr amüsant, die Meldung, weil das ja nicht wirklich so ein Top-Feature ist jetzt. Ich fahre jetzt hier gerade momentan mal in die Box und hole mir wieder die mittelharte Rennmischung ab. Die werde ich wohl jetzt auch erstmal die ganze Zeit verwenden, weil die für mich am meisten Sinn macht. Ja, die hält mittellang und bietet mittelmäßigen Grip. Und somit ist es auch was Konstantes, was ich hier gut gebrauchen kann. Ja, genau, und das Ding am Schadensmodell war ja auch, dass es am Start des Spiels gar nicht zur Verfügung stand. Nämlich erst ab dem Level 20 wurde es freigeschaltet. Also das war auch schon ein ziemlicher Aufreger gleich am Start des Spiels, den es gab, weil es eigentlich auch keinen ersichtlichen Sinn hat, warum ein Schadensmodell erst beim Erfahrungsstufe Level 20 freigeschaltet werden sollte. Und ja, das haben die Jungs von Polyphony Digital dann auch eingesehen und haben dementsprechend dann einen Patch rausgebracht, der das Ganze schon vorher verfügbar gemacht hat. Jetzt hier am BMW V12 LMR vorbeigegangen, stinknormales Überrundungsmanöver. Und fahren weiter. Ja, wir sehen jetzt auch, jetzt ist die Heckbeleuchtung schon mal angegangen. Die sieht man jetzt zwar noch nicht besonders gut, weil es auch noch relativ hell ist. Aber die leuchtet jetzt schon. Vorher war die nämlich aus. Also es geht jetzt ganz langsam in die Dämmerung hinein. Im nächsten Part werdet ihr da mehr von sehen. In diesem jetzt
es ist noch die frühen, sind es noch die frühen Abendstunden. Ja, die Frontscheinwerfer sind jetzt auch schon mal auf Abblendlicht angegangen. Jetzt langsam aber sicher werden wir uns in der nächsten Stunde in die Nacht begeben. Ja, und nochmal aufs Schadensmodell zurückzukommen. Es gibt ja auch ein mechanisches Schadensmodell, das auch, wie gesagt, mit einem Patch nachgeliefert worden ist. Und das ist ja, ich weiß nicht so genau, was ich so davon halten soll. Ich finde es nicht unbedingt gut gelungen. Vor allem im Online-Modus fühlt es sich nicht besonders gut an. Es ist natürlich schön, dass man sowas hat, aber ja. Es ist erstens etwas unrealistisch, wenn ich mich zum Beispiel irgendwo an einer Stelle mit einem Kontrahenten gegen einen Gegenkrache oder in eine Bande und dann an einer völlig falschen Stelle dann ein schlechteres Fahrverhalten habe, was sich auch nicht wirklich nachvollziehbar anfühlt, macht es doch weniger Sinn. Das haben also wirklich viele andere Spiele deutlich besser hinbekommen. Ja, und dann gibt es natürlich dann auch die Option, ob sich der Schaden beheben lassen soll von alleine oder ob man dann die Box fahren muss. Ja, für so ein Langstreckenrennen ist das vielleicht eine ganz gute Option mit dem an die Box fahren, aber wenn man das in so einem, ja, einem ganz normalen Online-Rennen macht, wo man gerade mal 8 Runden oder so fährt, jetzt mal so zum Beispiel, ja, dann macht das natürlich wenig Sinn, weil dann könnte man mit dem Schaden eigentlich auch gleich aufhören, weil mit dem Boxenstopp, der dann ungefähr 30-40 Sekunden dauert, hat man dann eh schon verloren quasi. Ja, jetzt sieht man auch schon teilweise an den Streckenrändern nur die ein oder andere Beleuchtung mehr. Und jetzt werden wir wohl in dieser Runde auch wieder auf Überrundungen auflaufen. Mal gespannt, was da für Kandidaten auf uns warten, indem wir vorbei müssen. Schön ist es immer, wenn man die auf der langen Geraden hat. Und da kann man dann nämlich so ein bisschen, ja, den Windschatten abstauben und dann noch ein bisschen Highspeed extra rausholen. Wir sehen hier einmal schon wieder die Viper. Ich glaube, die Viper ist zweimal im Rennen und ja, ist glaube ich auch mit der schlechteste Wagen. Denn, ja, den habe ich glaube ich schon am häufigsten überrundet. Und ja, ist glaube ich doch mit der letzte Wagen. Ja, was ich eigentlich auch ein bisschen schade finde, ist, dass es hier nur 12 Fahrzeuge mitfahren. So, an dieser Stelle habe ich hier so einen kleinen Umschnitt gemacht, um in den nächsten Part zu springen. Den habe ich hier gleich mit rangeschnitten, den sehen wir gleich. Und geht es nochmal weiter mit ein paar Rennzählen gleich. So, und da geht es auch schon weiter. Hier gab es jetzt einen kleinen Schnitt. Ja, da gab es Probleme mit dem Video, mit dem einen, deswegen waren da zwei ganz kurze Videos. Die habe ich hier einfach zu einem Part zusammengeschnürt. Und ja, es ist nur ein paar Minuten, die wir da verloren haben. Ist nicht schlimm, sage ich einfach mal. Ja, dann schauen wir uns das hier einfach nochmal genau zusammen an. Ja, genau, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass es nur 12 Fahrer sind hier mit im Feld. Ja, da wobei
Gran Turismo 5 ja eigentlich auch ein Feld aus 16 Fahrern bieten kann. Und das tut es auch in einigen Einzelrennen. Schade eigentlich, dass gerade hier bei so einem Langstreckenrennen dann doch nur 12 mitfahren. Also in der Realität fahren ja hier über 50 bis 80 Fahrzeuge mit. Also es ist irgendwie nicht ganz nachvollziehbar, warum man hier diesen Schritt gemacht hat. Vielleicht aufgrund der Technik, dass es irgendwie zu viel für das Spiel geworden wäre oder für die Konsole. Aber das sind nur Spekulationen. Ja. Ja, aber vor allem wenn man hinten über diese Baumkronen blickt, da sieht man dann auch schon ein bisschen, dass es ein bisschen dunkler wird. Aber ich weiß, ich habe das schon in den letzten Parts einige Male erwähnt, dass es jetzt dunkel wird, aber jetzt wird es wirklich dunkel. Ich weiß das, weil ich die folgenden Parts schon abgefilmt habe, aufgenommen habe, besser gesagt. So, ja, und bei den nächsten Teilen habe ich dann auch mal wieder einen Gast dabei, nämlich den Sukrams mit 88 oder auch Smedyline genannt hier auf Facebook. Ja, auf Facebook sage ich schon, auf YouTube. Aber apropos Facebook, wenn euch das Ganze interessiert und ihr ja immer auf dem Laufenden sein wollt über meine Videos, dann könnt ihr mich auch auf Facebook adden. Da heiße ich auch Gamecore, Nachname HD. Und ja, schickt mir einfach eine Freundesanfrage, dann nehme ich euch auf jeden Fall auf. Und ja, da schreibe ich auch mal die ganzen News rein, was euch in der Woche erwartet, welche Teile, welche Videos ich veröffentlichen werde. Und da seid ihr dann immer auf dem laufenden Stand, ja. Und ja, bietet sich auf jeden Fall an. Gut, und in diesem Sinne lasse ich euch mal wieder mit den restlichen Gameplay-Material alleine. Freut euch schon auf den nächsten Teil mit dem Dual-Commentary und ja, mit der Dämmerung dann und den Tag- und Nachtwechsel. Also, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal und ja, danke, dass ihr euch das hier wieder angeguckt habt. Ciao.